Hallo, mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitnesscoach. Und wenn du möchtest, dann erzähle ich dir in diesem Video von dem 6-Teile-System, mit dem du einen richtig tollen Körper bekommen kannst. Viel Spaß dabei! Der erste Teil, von dem ich dir erzählen möchte, das ist dein sogenannter Lebensstoff. Was meine ich jetzt damit? Du hast natürlich schon davon gehört. Nämlich mit Lebensstoff ist der sogenannte Sauerstoff gemeint. Natürlich, du hast das schon gehört, Sauerstoff ist wichtig. Ja, man soll auch mal rausgehen. Aber warum ist das Ganze wichtig? Und spürst du überhaupt die Unterschiede, wenn du mal draußen gewesen bist? Es ist so, dass jede Zelle heißt alles, was du auch als Fläche an dir siehst, alles innen drin besteht aus ganz vielen kleinen Zellen. Und jede dieser Zellen braucht Sauerstoff. Und zwar dringend, sonst können sie nicht überleben. Wenn du jetzt einatmest, dann kommt dieser Sauerstoff über die Luft in deine Lunge, von der Lunge zum Blutgefäß. Das Blutgefäß bringt es dann zum Herzen und dein Herz pumpt es über das nächste Gefäß bis zu der Zelle, bis zu jeder Zelle in deinem Körper und versorgt es mit Sauerstoff. Diese Zelle arbeitet dann mit dem Sauerstoff und die abgewandelte Variante davon gelangt wieder ins Blut, in die Venen, wieder zum Herzen. Das ist dann der Kohlendioxid, der dabei entstanden ist. Und das atmen wir am Ende wieder aus. Also bei der Einatmung kommt Sauerstoff rein und beim Ausatmen das Verbrauchte, das Kohlendioxid, wieder raus. Das ist auch gut so. Das beantwortet aber auch für dich die Frage, was passiert dann? Warum muss man unbedingt rausgehen? Du hast einen Raum um dich herum, zum Beispiel dein Wohnzimmer. Jetzt atmest du die ganze Zeit. Vielleicht ist noch Heizungsluft, vielleicht sind noch weitere Personen im Raum. Und der Kohlendioxidgehalt wird höher, der Sauerstoffgehalt wird weniger. Deswegen machen wir das zum Beispiel vor allen Dingen im Büro, dass wir regelmäßig das Fenster aufmachen. Das kann sein, dass du dann plötzlich reinkommst und denkst, ist das kalt hier. Aber, ja, das ist nun mal so. Im Moment, wir haben jetzt gerade November 2017, da ist es nicht mehr 30 Grad draußen. Dafür ist der Sauerstoffgehalt richtig toll draußen. Lass doch mal diesen Sauerstoffgehalt wieder in deinem Raum steigen. Seh zu, dass du die Fenster regelmäßig aufreißt. Aber viel wichtiger ist, geh raus. Und wenn du in einer Stadt wohnst oder irgendwo, wo die Luft nicht so gut ist, dann geh natürlich vielleicht auch mal in den Wald, wo die Luft noch besser ist. Das gebe ich dir als ganz wichtigen Tipp. Wenn du das nicht machst, sind deine Zellen bei einem Mangel und dadurch zum Beispiel auch dein Gehirn. Dein Gehirn besteht auch aus Zellen. Das heißt, die Gehirnfunktion wird gestört. Du weißt das auch, Müdigkeit, diese ganzen Dinge, Konzentrationsfähigkeit, das lässt alles nach. Und alle anderen Zellen in deinem Körper haben das gleiche Problem. So viel zum Thema Sauerstoff. Du spürst, das ist unglaublich wichtig und nimm dir vor, jeden Tag 30 Minuten rauszugehen. Teil 1, unglaublich wichtig. Bei einem Mangel wirst du diesen so tollen Körper nicht genauso schön erreichen können. Das zweite ist die Antriebsbewegung. Antriebsbewegung, ich weiß nicht, wie viel Antrieb du in deinem Leben hast. Bist du eher derjenige, der sagt, ich gehe sowieso jeden Morgen joggen, oder bist du diejenige, die sagt, ich bleib lieber auf dem Sofa liegen? Hast du einen aktiven Job oder sitzt du den ganzen Tag am Schreibtisch? Das kann ich dir nicht erzählen, das weißt du selber. Mit Antriebsbewegung ist vor allen Dingen die Bewegung gemeint. Jegliche Form. Fährst du wegen jeder Kleinigkeit zum Laden, um auch dir vielleicht nur eine Kleinigkeit zu kaufen, oder fährst du mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Nutzt du Gelegenheiten, um dich zu bewegen, oder gehst du jeder Bewegung aus dem Weg? Jedes Mal, wenn du dein Herz mehr beanspruchst, dann trainierst du es auch. Dein Herz besteht aus einem Muskel. Das heißt, dieser Herzmuskel ist kräftiger. Wenn es kräftiger wird, ist dieses Herz, dann pumpt es mehr Blut in deinen Körper rein. Dadurch muss es seltener schlagen. Dadurch hat es längere Pausen und kann sich selber auch mal mit gutem Blut versorgen. Mit Sauerstoff, das hast du gerade schon gelernt. Das heißt, dass dein Herz viel weniger Verschleiß hat, als wenn du keinen Sport machst. Dazu kommt, dass deine Blutgefäße wesentlich geschmeidiger werden, weil auch die trainiert werden. Du weißt, egal wo du dich kratzt, überall ist Blut, also sind überall Blutgefäße und du hängst davon ab, dass diese geschmeidig bleiben. Jetzt höre ich oft, Sport ist nicht so mein Ding. Ich bin nicht so der Typ für Sport.
Oder ich bin nicht so der Typ zum Fahrradfahren, ich fahre lieber Auto. Okay, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich dir jetzt aber erzähle, dass dadurch, dass deine Blutgefäße nicht so gut fließen, dass dein Gehirn und alles nicht so gut funktioniert, dein Herz nicht, und du dadurch Infarkte kriegen kannst, das heißt Verschluss von Gefäßen, was bedeutet das für dich? Dass du dadurch einen Herzinfarkt bekommen kannst, dass du einen Schlaganfall bekommen kannst. Viele dieser Dinge. Nur deswegen, weil du sagst, Bewegung ist nicht so mein Ding. Dann frage ich dich, ist denn ein Schlaganfall so dein Ding oder ein Herzinfarkt? Also mein Ding ist es nicht. Also dann bewege ich mich lieber. Und deswegen ist das der zweite Punkt, wenn du einen tollen Körper haben möchtest, dann ist es nicht möglich, an der Bewegung herumzukommen. Bewegung kann Ausdauer sein, Krafttraining, Gymnastik, Dehnen. Hier drauf habe ich mich in meinem Online-Kurs richtig konzentriert, das Body-Aktiv-System. Zwei große Lektionen gehören wirklich der Bewegung. Theoretischer Teil, praktischer Teil, ganz einfache Dinge, die du umsetzen kannst, nur wirklich, um einen gesunden Körper auf diesem Weg zu erhalten. Das ist unglaublich wichtig. Aber natürlich ist doch ein ganz wichtiger Teil der Bewegung, wenn du gerade dein Gewicht halten möchtest, beziehungsweise abnehmen möchtest zum Beispiel. Oder schöner aussehen möchtest, weil du Muskelmasse aufbauen möchtest. All diese Dinge, dafür ist Bewegung wichtig. Warum ist Bewegung überhaupt wichtig beim Abnehmen zum Beispiel? Weil du durch Bewegung, durch Sport mehr Kalorien verbrauchst. Auf der einen Seite ist das schon mal super, von dem, was du zu dir nimmst, wird mehr verarbeitet. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass du durch Muskelaufbau schon einen höheren Grundumsatz hast. Das heißt, gegenüber dem, ob du liegst oder dich bewegst, verbraucht dein Körper unterschiedlich Energie. Und dadurch, dass du deinen Grundumsatz erhöhst, ist es wesentlich einfacher abzunehmen, als wenn du keine Bewegung hast. Und wir brauchen nicht darüber reden, wer zum Beispiel eine Kaffeekippendiät macht, der sieht am Ende nicht so toll aus als jemand, der wirklich diese sechs Punkte alle beachtet. Und da gehört nun mal die Bewegung zu einem richtigen tollen Körper dazu. Solltest du Gelenkprobleme haben, ist es natürlich auch so, wenn du bewusst deinen Körper bewegst, deine Gelenke richtig bewegst, dann wird mehr Gelenkflüssigkeit produziert. Das heißt, deine Gelenke werden geschmeidiger und so weiter. Sie werden nicht so schnell abgerieben. Das heißt, dass deine Arthrose zum Beispiel auch nicht so schnell auftritt. All diese Dinge sind davon abhängig, ob du deine Gelenke benutzt oder nicht, ob du rumliegst oder ob du dich bewegst. Und was ist so der Hauptgrund eigentlich, warum die Menschen keinen Sport machen? Sie haben keine Zeit. Es gibt immer wichtigere Dinge. Also überlege dir, hast du keine Zeit, um dich mal zu bewegen? Oder hast du keine Zeit für Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Infarkte, einem schlechten Herzen und was ich noch gar nicht ganz genau mit betont habe, wieder für dein Gehirn. Für dein Gehirn ist es wichtig, dass du dich regelmäßig bewegst, dass eine höhere Sauerstoffversorgung da ist, dass die Funktion richtig gut ist. Und das Tolle ist, wenn du durch Sport dein Gehirn mehr forderst, mehr Reize gibst, dann entsteht eine Verjüngung. Das heißt, du bleibst insgesamt jünger, wenn du dich regelmäßig bewegst und Sport machst. Und vergleiche die Leute, die du kennst. Es gibt ältere Leute, die machen viel Sport und guck dir dagegen die Leute an, die nie Sport machen. Es ist ein Unterschied. Dann kommen wir jetzt zum dritten Teil. Das ist dein Verteiler und die Spülung. Es ist wichtig, dass die Nährstoffe, die du aufnimmst, auch wirklich da ankommen, wo sie hingehören. Es ist wichtig, dass das, was verbraucht wurde, auch wieder rauskommt, sonst hast du Müll in deinem Körper. Und was bringt denn jetzt alles hin und was holt alles raus? Das ist das Wasser. Wie oft hast du schon gehört, trink mehr Wasser, trink genug Wasser? Und bestimmt hast du schon gesagt, ja, weiß ich alles. Ja, das weißt du auch, aber warum muss man denn jetzt so viel Wasser trinken? Das liegt daran, weil genau wie ich es eben erzählt habe, das Wasser dafür sorgt, dass alles transportiert wird und eben aus dem Körper rausgelöst wird. Den ganzen Tag nimmst du Schadstoffe auf, aus der Luft und so weiter. Und das verankert sich gerne in den Fettzellen. Das ist natürlich nicht gut, aber der Körper sagt, ich habe da erstmal nichts mit zu tun. Wenn du jetzt zu wenig Wasser trinkst, dann kann der Körper diese vielen Dinge nicht wieder freischwemmen und wieder ausspülen. Das zweite ist, wie gesagt, dass die Nährstoffe ankommen.
Und wenn du jetzt sagst, ich trinke einfach nicht genug, dann musst du wissen, alleine schon durch Schwitzen, durch Ausscheidung, durch die Atmung, alleine über diese ganz normalen Dinge verbrauchst du 2,5 Liter am Tag. Und wenn ich dann manchmal höre, dass einfach so gesagt wird, ach, das ist ein Mythos, dass man so viel trinken soll, dann denke ich immer, was haben diese Leute nicht verstanden? Wenn du so viel Wasser am Tag verbrauchst, oder eben in der Nacht schwitzt man ja auch, warum soll man das nicht auffüllen? Willst du denn immer aus deinen ganzen Reserven leben, dass irgendwie dein Körper besteht zu 2 Drittel aus Wasser? Wenn du deinen Körper damit nicht versorgst, dann muss dein Körper sich das irgendwo rausleihen, was er jetzt gerade nicht für so wichtig erhält. Was für deinen Körper nicht so wichtig ist, kann aber für dich sehr wichtig sein. Und dann habe ich Leute bei mir in den Sportgruppen, die bei den kleinsten Übungen Krämpfe bekommen. Zum Beispiel, für deinen Körper ist klar, ich muss mein Gehirn versorgen und ich muss mein Herz versorgen. Das ist das Wichtigste. Für dein Gehirn ist es nicht wichtig, ob dein Muskel unten Krampf bekommt oder nicht. Deswegen kann ich dir sagen, verzichte nicht auf dein Wasser. Und wir reden wirklich von Wasser. Ich hatte mal einen Patienten, dem habe ich gesagt, du sollst mehr trinken. Da kam ich beim nächsten Mal an, standen da 3 Bierflaschen auf dem Tisch. Das meine ich natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, na, sagt er, Wasser mag ich nicht. Ich sage, dann misch dir doch Wasser zum Beispiel mit Orangensaft. Dann hast du einen Anfang. Ich kam nächstes Mal wieder, was stand auf dem Tisch? Fanta. Fanta ist kein Orangensaft. Wenn du natürlich sagst, ich mag kein Wasser, fang an, es mit irgendetwas zu mischen, was du sonst trinkst und erhöhe den Wert. Dann, was machen wir? Wir trinken zum Beispiel auch keine Kohlensäure. In dem Wort Kohlensäure steckt schon das Wort Säure. Wir trinken stilles Wasser aus Glasflaschen. Einfach, damit wir nicht die Kunststoffreste haben in dem Wasser und damit wir der Säure aus dem Weg gehen. Noch besser ist es natürlich, wenn du dir zum Beispiel ein Destilliergerät holst. Das wird auch eine Anschaffung sein. Aber dann weißt du schon mal, dieser Verteiler und Spüler ist für dich lebenswichtig. Dann sind wir jetzt schon bei Punkt 4, das Abschaltsystem. In der Nacht entmüllt der Körper sämtliche Zellen. Außerdem regeneriert er sich in dieser Schlafenszeit. Deswegen ist es wichtig, auch genug von dieser Schlafenszeit zu haben. Über Tag ist es genau das Gleiche. Wenn du die ganze Zeit nur vollpowerst, beziehungsweise immer, wenn du gerade mal nichts machst, dich wieder mit irgendwas anderem beschäftigst, bedeutet das, dass dein Körper nicht in genügend Ruhephasen kommt. Warum ist das Ganze denn jetzt so wichtig? Wenn du dafür sorgst, dass du genug Ruhephasen hast, dein Körper wirklich Ruhe hat, dann bedeutet das, dass du deine Gesundheit enorm steigern kannst. Das bedeutet für dich, dass deine Kraft und dein Energielevel wieder eindeutig steigt. Auch das hast du natürlich schon gehört und du spürst auch, dass du Pausen brauchst. Aber dass dein Immunsystem davon abhängig ist, ob du Pausen machst oder nicht, das war dir vielleicht noch nicht ganz so klar. Deshalb mach dir mal Gedanken, wie oft machst du wirklich Pause. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dich einfach vor den Fernseher knallst. Das ist die Pause, die die meisten machen. Dann sagt man sich, ach komm, Fernseher lasse ich mal aus. Dann hast du dein Handy vor Augen. Das heißt, dass dein Gehirn in der Sekunde keine Pause hat. Du liegst da vielleicht und deine Muskeln brauchen gerade vielleicht nicht so viel tun, außer so ein paar. Aber dein Gehirn muss arbeiten. Und dein Gehirn ist das, was dich den ganzen Tag steuert. Alles in deinem Körper wird vom Gehirn gesteuert. Wenn du sagst, ich bekomme keine Ruhephasen, ohne dass mein Gehirn was tun muss, dann heißt das für dich, dass du den ganzen Tag im Gehirn Sport machst. Marathon, den ganzen Tag. Und was das für dich bedeuten würde, das weißt du. Und genau das bedeutet es auch für dein Gehirn. Also, Pausen heißt Flugmodus rein. In dein Handy, mach dein Handy aus, mach den Fernseher aus und lerne mal wieder, kurz bei dir zu sein. Du darfst dich auch gerne aufs Sofa mal legen. Und das muss ja auch nicht Ewigkeiten sein. Aber gib tagsüber deinem Körper mal die Chance, richtig abzuschalten und nachts genauso. Ich weiß, ich habe noch lange direkt am Bett mein Handy noch gehabt, kurz vorm Schlafen. Dann hast du richtig schön diese Blauanteile in diesen Lichtern, genauso wie im Fernseher. Das ist das, was dein Körper in sich aufwühlt, sozusagen, dass du morgens in den Tag kommst. Abends ist der Rotanteil in unserem natürlichen Licht höher. Dort
kannst du wieder mehr runterfahren. Wenn du jetzt aber immer dafür sorgst, dass dieser Blaulichtanteil im Display durch unsere ganzen LED-Lampen, durch den Fernseher und so weiter so hoch ist, dann kann dein Körper nicht die Hormone ausschütten, damit du abends wirklich zur Ruhe kommst. Wir haben das jetzt eine kurze Zeit abends umgesetzt. Ruhige Musik, kein Fernseher mehr an und eben Kerzenlicht an, statt irgendwie einen anderen Kram. Was ist passiert? Unser Junge, den wir abends nicht ins Bett kriegten, der ging um 11 oder so abends ins Bett, 15 Monate, ging überhaupt nicht anders, egal was wir machten, der ist jetzt um 9 müde. Der schläft jetzt um 9 Uhr, dann ist er so müde, dass ich ihn wegpacken kann. Das ist ein Riesenunterschied und zeigt, was es mit dir macht. Sowohl tagsüber ist es wichtig, als auch nachts. Der fünfte Teil, um einen richtig tollen Körper zu bekommen, ist der richtige Treibstoff. Alles hängt davon ab, was du deinem Körper gibst. Und ich weiß, dass du das schon auch schon oft gehört hast, aber am Ende ist das nun mal Fakt. Wenn du Diäten gemacht hast, worauf wurde geachtet? Dann wurde dir gesagt, zähl Punkte, zähl Kalorien, ess wenig davon, ess viel davon. Aber am Ende musst du doch danach gehen, was jede Zelle braucht und was der Körper braucht, um andere Dinge in Zellen reinzubringen. Das ist das A und O, was deine Ernährung angeht, der richtige Treibstoff. Dann ist es auch egal, ob du vielleicht eine Tomate mehr gegessen hast oder irgendwelche anderen Dinge. Lass dir nicht immer erzählen, dass es nur auf die Menge ankommt. Kalorie ist doch nicht gleich Kalorie. Ob ich 100 Kalorien jetzt an Schokolade oder einer Banane gegessen habe, das ist ein Riesenunterschied. Die Nährstoffe können verwendet werden und die setzen sich an der Hüfte ab. Wo ist denn da das Gleiche? Am Ende geht es darum, dass du deinen Körper gut versorgst, dass deine Zellen gut funktionieren, dass du genug Nährstoffe drin hast in deiner Ernährung, dass dein Darm sich auf der einen Seite selber versorgen kann und dann noch genug auf der anderen Seite über hat, um den Rest des Körpers zu versorgen. Darüber redet so gut wie keiner. Aber wir reden darüber, weil du meinst es ernst. Du willst wirklich einen tollen Körper. Du willst gesund sein. Und das bedeutet hoher Nährstoffanteil in deinen Nahrungsmitteln. Das bedeutet viel Energie, viel Kraft und Energie für deinen Darm. Aber auf der anderen Seite sollte deine Nahrung so sein, dass der Darm nicht zu viel Energie verwendet, um überhaupt deine Nahrung spalten zu können. Du kannst dir vorstellen, wenn du hier Energie hast und hier brauchst du Energie, dann hebt sich das doch schon auf. Und nur was hier über ist, kann der Darm abgeben. Das ist nun mal so. Und wenn du dann zu viele Lebensmittel aufgenommen hast, die gar nicht gut zu verarbeiten sind, dann liegen die da auch noch Ewigkeiten brach und machen dein ganzes Milieu im Darm kaputt. Darüber wirst du auf meinem Kanal noch richtig viel hören, weil davon ist eigentlich alles abhängig. Alles, was überhaupt im weiteren Körper passiert, hängt davon ab, wie gesund dein Darmmilieu ist. Deswegen unterschätze diesen Punkt nicht. Je öfter du sagst, ach hier ein bisschen und das möchte ich und so weiter und beschäftigst dich nicht wirklich damit, was einzelne Lebensmittel in deinem Körper machen, desto schlechter wirst du spüren, dass du wirklich zu einem gesunden, tollen Körper kommst. Das wollte ich dir sagen. Viel Energie rein, wenig Energie verwenden und dann bleibt verdammt viel für einen gesunden und tollen Körper über. Nächster Punkt ist Kraft und Energie tanken. In diesem Fall meine ich dein Sonnenlicht. Es gibt Menschen, die genießen die Sonne und es gibt Menschen, die mögen nicht so gerne in die Sonne. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du das Sonnenlicht brauchst. In dem Sonnenlicht sind zwei verschiedene Arten von UV-Strahlen drin, einmal die UVA und einmal die UVB-Strahlen. Du brauchst die UVB-Strahlen. Die UVB-Strahlen kommen auf deine Haut und dadurch kann dein Körper das so wichtige Vitamin D3 produzieren. Das heißt, wenn du jetzt dafür sorgst, dass dein Körper nicht wirklich mit Sonnenlicht in Kontakt kommt, dann hast du da einen Mangel. Und Vitamin D sorgt in deinem Körper für ein gutes Immunsystem. Es sorgt dafür, dass alle Funktionen im Körper besser ablaufen können. Das heißt, du siehst wieder, wir drehen uns hier so ein bisschen im Kreis, weil einfach alles dafür sorgt, dass du gesund bist. Wenn du jetzt sagst, ich bin noch im Sommer so viel in der Sonne,
dann kann es sein, dass du trotzdem kein Vitamin D3 produzieren kannst, weil du zum Beispiel ständig Sonnencreme auf der Haut hast. Sonnencreme heißt, dass die UVB-Strahlen geblockt werden. Und dann kannst du noch so viel Sonne auf deiner Haut haben. Da, wo die Sonnencreme ist, produzierst du kein Vitamin D3. Du kannst im Sommer, wenn du genug produzierst, speichern. Aber der Mensch hat sowieso schon meist zu wenig davon, dass man nichts mehr für die Wintermonate speichern kann. Weil selbst wenn du zwischen Oktober und März in die Sonne gehst, sind wir so in Breitengraden, dass du nicht mehr die UVB-Strahlen so bekommst, wie du sie brauchst, um Vitamin D3 produzieren zu können. Also ist es wichtig, im Sommer die Haut daran zu gewöhnen. Die kann das, die wird dicker, wenn du da reingehst und dadurch dann die Sonne einfach mal so abbekommst, ohne dich immer einzucremen. Ich werde dazu aber auf jeden Fall noch ein Video machen, weil das unglaublich wichtig ist. Da der Mensch chronischen Mangel hat heutzutage, nehmen wir zum Beispiel Tropfen ein und das Ganze täglich, genug Tropfen, um wirklich einen guten Vitamin D-Spiegel im Körper zu haben. Und wir merken das, deine Laune ist abhängig davon, die Konzentration ist abhängig davon, alles, alles ist wichtig. Und sowieso genießt die Sonne, sie ist für gute Laune zuständig, das heißt, deine Stimmung ist viel besser. Du spürst das auch, wenn die Sonne scheint, alle gehen raus. Da könnte man jetzt sagen, na gut, ist ja auch trocken, aber wir gehen ja auch dann raus, wenn die Sonne so schön scheint, weil sie so wichtig ist für uns. Die meisten Lebewesen auf dieser Erde sind von der Sonne abhängig. Also, ich empfehle dir, Vitamin D3 zu dir zu nehmen, aber auf jeden Fall die Sonne auch richtig gut genießen, damit du überhaupt gesund sein kannst. Wenn du einen Vitamin D3-Mangel hast, heißt das für dich, dass du Konzentrationsschwierigkeiten haben kannst, dass dein Immunsystem, wie gesagt, schlecht ist und diese ganzen Dinge brauchst du nicht, also ist dieser Spiegel unglaublich wichtig. Und ich weiß, wir haben gesagt, es ist ein Sechs-Teile-System. Ich habe für dich aber noch einen ganz wichtigen Punkt mit dazugenommen. Und das ist dein Mindset. Denn du hast schon gehört, dass du Sauerstoff brauchst, dass man sich bewegen soll, dass man Wasser trinken soll. Das hast du doch schon alles schon mal gehört. Also weißt du, das meiste ist doch Kopfsache. Ich hatte doch das Beispiel, dass viele zu mir sagen, ich bin nicht so der Sportler. Ja, aber du bist auch nicht bereit dazu, krank zu sein. Ja, wer hat da denn Lust zu? Natürlich, ich habe auch schon Leute gehabt, die sagten, nee, zu leben wie du, das möchte ich nicht, dann habe ich lieber so ein paar Knieschmerzen. Gut, das kannst du natürlich auch für dich abwägen. Ich kann aber sagen, dass sich das unglaublich lohnt, wenn man diese 7 Punkte einhält, beziehungsweise erstmal die 6 und dann an diesem 7. Punkt arbeitet. Weil alles beginnt im Kopf. Wenn du dafür sorgst, dass deine Glaubenssätze im Kopf positiv für deinen Körper sind, dann ist das auch ganz klar. Du kannst denken, oh, die anderen haben es gut, die haben so eine tolle Pommes. Oder du sagst zu dir, ich habe es gut, weil dadurch, dass ich verstanden habe, dass das Frittierfett meine Gefäße kaputt macht, dass diese Pommes mich einfach krank macht und am Ende habe ich im Sommer einen dickeren Hintern, weil ich ständig denke, dass ich diese ätzenden Sachen essen muss. Das ist reine Kopfsache. Du entscheidest, wie du über diese Dinge denkst. Wenn du nicht weißt, wie du das umsetzt, wie du aus diesem ganzen Gefühlskram rauskommst, von deinen Süchten immer wieder abhängig bist, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Das ist mein Gebiet. Wie kriege ich dich dazu, damit du positiv denkst, wie du es schaffst, diese Dinge umzusetzen? Und da das Ganze so wichtig ist, habe ich das zum Beispiel in meinem Body-Aktiv-System richtig als große Lektion mit dazugenommen, weil eben alles Kopfsache ist. Und du wirst das auch schaffen, je mehr du dir bewusst darüber wirst, wo deine negativen Gedanken sind und wie du sie positiv umsetzen kannst, wirst du spüren, dass dieses Teilesystem dein Leben total verändern kann. Viel Spaß beim Umsetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal, geh auf Gefällt mir und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.